werden aus der Welt verschwinden. Nur die Wissenschaft wird bleiben. Freund Kalkstein betrachtet sich als Alchemisten. Kalkstein? Wir lachen über sein pseudowissenschaftliches Gefasel. Habt ihr seine Metamorphosen gelesen? Ein Haufen Nonsens in einer schwammigen Sprache, die des Autors Inkompetenz kaschieren soll. Metamorphosen. Nicht übel. Könnt ihr euch einen Irrsinn wie das Konzept der Substanz-Kodependenz auch nur vorstellen? Kalkstein schreibt nicht über Kodependenz, sondern über Koexistenz. Das ist was ganz anderes. Im letzten Satz heißt es, dass bei Substanzen die Ausdrücke Kodependenz und Koexistenz identisch sind. Wirklich? Ich lese das nochmal nach. Ich will aber was rufen. Immer noch da? Bei unserem ersten Gespräch habt ihr serikanische Meister erwähnt. Ich wollte mit Hilfe eines wertlosen serikanischen Buches das Rätsel des Stahls lösen. Das Buch würde ich gern gegen etwas anderes tauschen. Zum Beispiel? Rotes Meteoriteisenerz für meine Experimente. Ah, das Erz. Vielleicht kann ich diese Reaktion jetzt endlich auslösen. Viel Glück. Oh, entschuldigt. Hier ist das Buch. Danke. Immer noch da? Adieu. Besser, ihr kommt nächstes Mal nicht gerade dann, wenn ich explosive Substanzen mische. Ich werde mich bemühen. Naja, schlecht vorher wissen, ne? Alchemie Serikaniens. Buch enthält Formeln für König und Königin. Nach der Detonation werden Gegner durch die Bombe auf magische Weise mit Furcht erfüllt. Infridöl. Der verwundete Gegner verspürt starke Schmerzen. Bei Triss. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen. Den Jägersmann. Auch bestimmt nur den ganzen Tag hier vor dem Tisch. Seid gegrüßt, Hexer. Wird es euch im Umland zu eng? Ich wurde nach Visima zurückgerufen. König Foltest ist bald wieder da. Bis dahin belohne ich alle, die sich um öffentliche Ärgernisse kümmern. Öffentliche Ärgernisse? Belohnungen für Ungeheuer. Habt ihr was? Wo habt ihr von Ungeheuern gehört? Aus einem Buch, ein Familienerbstück,
in dem alle Bestien beschrieben und abgebildet sind. Wisst ihr, was hier steht? Was? Jedes Ungeheuer steht für eine menschliche Todsünde. Verschlinger für Gier, Vampire für Trunkenheit. Wofür steht ein Riesentausendfüßler? Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht und die Einheimischen behaupten, dass Wyvern ihre Kinder stehlen. Wyvern jagen Menschen nicht grundlos. Einheimische, nichts als Ärger. Die haben wohl versucht, die Wyvern zu vertreiben. Ich habe ein altes Wyvernweibchen getötet. Hier ist der Beweis. 600 Orens gehören euch. Lebt wohl. 600 Orens. Was ist denn das? Kopf. Blauauge. Direkt nebenan. Seid gegrüßt, Herr. Seid gegrüßt, Blauäugige. Was darf's denn sein? Reden wir zuerst ein bisschen. Gut, lasst uns reden. Giacomo Cassano behauptet ja, es gäbe kein besseres Vorspiel als eine gepflegte Konversation. Wovon träumt ihr, Blauauge? Ich wünschte, die Nacht würde nie zu Ende gehen. Keine Ritter auf weißen Hengsten und ähnlicher Unsinn? Ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Das kann ich beweisen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich glaube, euer Bruder sucht nach euch. Was? Nein, ich habe keine Familie. Seid ihr da sicher? Vollkommen. Dies ist mein Zuhause, meine Schwestern der Nacht. Dann muss hier ein Irrtum vorliegen. Ja. Ich würde gern den Abend mit euch verbringen. Mit Vergnügen, Weißhaariger. Aber vorher müsst ihr dem Haus der Nacht eine Spende zukommen lassen. Nur 500 Orens. Nichts für ungut. Gebt auf. Ah, ich hab was machen müssen. Ich glaub's schon reicht. Ich muss den Ritter fragen. Was? Gehen wir schon? Meinen Typen. Mit euren Waffen würde ich gehen. Wo haben wir den Ritter denn? Und wir müssen einmal außen rumlaufen. Geralt! Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toruwil, damals im Blumental, schon vergessen? Wer ist Toruwil? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Ihr habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben. Ich frage mich, ob sie noch lebt. Im Blumental? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Wo der Teufel gute Nacht sagt. Die singe ich heute Abend. Daran erinnere ich mich gut. Gut. Jetzt wisst ihr, warum ich diese Laute brauche. Bis bald.
Der Ritter hier. Ja? Ich habe eine Kurtisane mit blauen Augen im Hurenhaus gesehen. So tief würde meine Schwester niemals sinken. Ich habe keine Beweise, aber eure Beschreibung passt auf diese Frau. Bringt mir einen Beweis. Die Ehre meiner Familie steht auf dem Spiel. Ich werde tun, was ich kann. Und wieder zurück. Aber vorher speichert er erstmal. Wollte ich jetzt an die Anschlagtafel hier nebendran. Ganzen Mission rausholen. Annehmen. Vivan-Vertrag, bla bla bla. Sonnenfleisch, 3 Scheiben. Der Kikimor-Vertrag. Die Kikimoren sind böse und niederträchtig. Daher sagt Stadtvogel Wedelrat jeden, der sie tötet, eine Belohnung zu. 10 Kikimoren-Klauen bescheren ein paar. Hat euch ein Parallel. Ne, alles Geldsäcke. Achso. Wer weiß, wie viele Quests wir danach schon fertig haben. Der Ghoul-Vertrag. Im Dienste der Sicherheit Visimas hat Stadtvogel Wellerath ein Kopfgeld für die Vernichtung von 12 Ghoulen ausgesetzt. Als Beweis müssen Fiolen ihres besudelten Blutes ins Wachlokal gebracht werden. Haben wir bestimmt schon fertig. Der Flatterer-Vertrag. Für die Fangzähne der als Flatterer bekannten Vampire, die Unruhe in Visima stiften, hat Stadtvogt Willerath eine Belohnung ausgesetzt. Um die Belohnung zu erhalten, muss der Jäger Fangzähne von 3 Flatterern vorlegen. Haben wir auch schon. Der Gorgo-Vertrag. Ich brauche 5 Gorgonenfedern. Gute Bezahlung, fragt nach dem Schreiber im Rathaus. Im Händlerviertel. Der Graviervertrag. Im Namen von König Foltest wird Stadtvogt Wellerath jeden belohnt, der 5 Gravier töten kann. Als Beweis sollen ihre Gebeine abgeliefert werden. Der Archespor-Vertrag. Ich benötige 3 Fiolen Archesporensaft. Bezahle Jethro, der Gefängniswärter. Super Deutsch, Gefängniswärter. Packen wir die ganzen Teile mal in unser Lager. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? So, halt, Kellnerin. Macht schnell, Süßer. Tierstinktur nehmen wir natürlich immer wieder gerne mit. So, das heißt, wir müssen jetzt machen, Blauauge weiter führen. Gucken, ob die uns irgendeinen Beweis vorlegen kann.